dem Sinn, den ganzen Tag beten, Augen verdrehen und irgendwelche außergewöhnliche Zustände erfahren oder was. Das ist weder verlangt noch gewünscht. Das ist ein gutes Training, das Sie da in den Beinen haben. Da komme ich fast nicht mit. So. Jetzt nach links in dem Fall. Aha, jawohl. So, wunderbar. Jetzt haben wir uns, glaube ich, einen Schnapsel verdient. Ja, herzliche Einladung. Gleich im Klosterladentag. Dankeschön, das ist ein super Empfang. Jetzt bin ich gespannt, wie der schmeckt und vor allem, wie wir jetzt noch kennenlernen werden. So, darf ich vorstellen? Hier haben wir unsere beiden jüngsten Schwestern, kann man sagen, oder besser noch Kandidatinnen. Ich bin nicht ins Kloster gegangen, weil ich keinen Mann gefunden habe. Das hätte ich nie gesagt, ja. Also, wie streng ist denn das da? Also, wie früh muss man zum Beispiel aufstehen in einem Kloster? Naja, also die großen Schwestern, die fangen um 5.15 Uhr an. Ihr seid noch kleine Schwestern in dem Fall. Genau, wir sind als Kandidatin noch etwas kleinere Schwestern, zumindest was das Aufstehen angeht. Für mich absolut erfüllend, da zu sein. Also ich meine, es ist jetzt gut, 2,5 Monate ist nicht lang, aber es ist trotzdem, spüre ich einfach, es ist richtig. Mit Handy und allem ausgestattet, ja, oder? Ja, Internet. Das braucht man heute. Und wenn ich da in den Google-Kalender schaue, ziemlich viele Termine eigentlich anbrennen da. Ja, jeden Tag fast und ich habe auf meinem Smartphone, da gebe ich es ein und das überträgt sich ja bekanntlich dann von selber. Zum Beispiel Google-Telefon, da ist mein Kopfhörer und Mikro. Ich telefoniere ins Ausland immer über Google, weil das ja viel billiger ist. Und wofür brennt die Schwester Hildegard? Ich brenne dafür, dass man hier im Kloster wirklich Gott finden kann. Unsere jungen Schwestern haben vorhin gesagt, sie sind mit einer großen Sehnsucht gekommen. Und ich bin auch mit einer Sehnsucht gekommen, aber vor allem mit der Absicht, für andere Menschen zu beten und auf diese Weise ihnen zu helfen, dass sie mit Gott verbunden ihr Leben meistern können, gut gestalten können, dass ihr Leben gelingt. Das war mir das ganz Wichtige.